Wenn No Man's 2 zwei Dinge wieder einmal aufgezeigt hat, dann, dass zu viel Hype schädlich für ein Spiel ist und dass Schönheit oberflächlich bleibt. Dabei erfüllt das Spiel alles, was versprochen wurde, nur eben nicht, was alle möglichen Gehypten hineininterpretiert haben. Die Realität ist nun mal, dass die Optik schnell langweilig wird und das Survival-Gameplay nicht sehr gut umgesetzt ist. Dazu kommt noch die Einsamkeit der unendlichen Weiten, die das Spiel der warmen Farben letztlich eiskalt. Praktischerweise gibt es aber ähnliche Spiele, die genau jene Gameplay-Ansprüche erfüllen. Und noch besser, weil jeder andere hat. Auch noch viele verschiedene. Und in den kommenden 2 Tagen das Ganze für circa 10 Euro. Ich konnte nicht jedes Spiel in der Tiefe testen, sonst wäre es wohl erst nächstes Jahr fertig. Und wenn die Spiele nur noch für, ja, außerhalb von Sales für so 15 Euro das Stück zu haben sind. Hier also die Spiele und wie Arnie zu ihr herankommt. Denn ich wollte euch ja die Chance geben, sie in den nächsten 2 Tagen noch sehr günstig zu erstehen. Etwas versteckt findet man das Humble Survive This Bundle. Und schon im ersten Zahle, was du willst Segment findet sich auch ein tolles Survival-Spiel. Allerdings in einem Fantasy-Setting. Mit Drachen. Savage Lands macht wirklich Laune und das lässt sich im Koop oder Player versus Player zusammenspielen. Mit jeweils bis zu 8 Spielern pro Sitzung. Im mehr als der Durchschnittssegment, dessen Preis etwas variiert, aber unter 6 US-Dollar liegt, gibt es dann gleich den bereits etablierten Survival-Klassiker Rust, der in letzter Zeit allerdings etwas unter Balancing-Problemen und einer trollenden Community leidet. Die PvP-Kultur des Spiels, ja, PvP-Kultur allgemein, rennt doch immer wieder an das Problem. Exzellenten Survival plus Weltraum gibt es dann in der Form von Space Engineers. Dort baut man neben der Exploration von Raum und Planeten zum Überleben nicht nur Raumschiffe, Stationen und Fahrzeuge, sondern ist auch noch frei in deren Gestaltung. Es bietet Einzelplayer-Koop und sogar größeres Multiplayer. Die verbleibenden 4 Euro plus investiert man dann an anderer Stelle. Bei Indiegalas Hump Day Bundle. Indiegala produziert Bundles am Fließband und viele Spiele sind Füller oder Ladenhüter, aber hier sind ein paar echte Perlen dabei. Für das reine Survival gibt es ein Dwarf Fortress inspiriertes Gnomoria, das ich auf diesem Kanal schon mal kurz LP'd habe. Link hier. Vortex ist ein Survival-Titel mit einer echten Geschichte darin oder einem freien Modus mit dem interessanten Twist, dass man sich neben dem Überleben auch um einen verletzten Freund kümmern muss. Und es spielt auf einem fremden Planeten mit Aliens. Das Highlight ist aber das MMO Ascent, The Space Game. Es bietet wirklich alles, außer, wie alle der anderen Spiele auch, einen Augenschmaus. Exploration, Benennen eigener Entdeckungen, Kolonialisierung und sogar Terraforming von entdeckten Planeten, Siedlungsbau, Bau von Raumstationen. Es gibt ein riesiges Universum zu entdecken und zu kolonialisieren und man ist nie alleine. Zufallsgenerierte Missionen bieten immer etwas zu tun. Für mich verkörpert das, denke ich, alles, was sich No Man's Sky-Fans über dem vor Veröffentlichung bekannten hinaus gewünscht haben. Neben den Spielen haben die beiden Bundles natürlich noch ein wenig anderes zu bieten. Colat und Shelter 2 zum Beispiel sind etwas andere Genres, auf die ich mich ziemlich freue. Das Indiegala-Bundle hat noch ein paar kurzweilige Jump'n'Runs. Also, wenn ihr die 60 Euro nicht ausgeben wollt oder wenn ihr tatsächlich bereit seid, die 60 Euro auszugeben, aber einfach mal über ein Sonderangebot irgendwo euch umschaut und dann 10 Euro spart, dann könnt ihr das Doppelpaket dann dafür kaufen und viele, viele, viele Stunden Spielspaß damit verbringen. Mit genau dem, was ihr eigentlich von No Man's Sky erwartet habt. No Man's Sky. Ich weiß nicht, warum das so schwer auszusprechen. No Man's Sky. Okay, also, tschüss und bis zum nächsten Mal.